Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Future Hamburg Talks. Mein Name ist Marilena Behrens und zu Gast habe ich heute Fabian Friedrich, Visionär, Unternehmer und Blockchain-Experte. Herzlich willkommen, Fabian. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, Blockchain und Krypto, das sind Begriffe, die vielen Menschen zumindest in den letzten Jahren, glaube ich, zu einem Begriff geworden sind. Aber was es eigentlich genau damit auf sich hat, was dahinter steckt, das wissen, glaube ich, viele, und ich zähle mich dazu, noch gar nicht so genau. Du als Experte, kannst du uns vielleicht erklären in einfachen Worten, was dahinter steckt? Ich versuche es. Die Blockchain ist im Kern eine dezentral synchronisierte Datenbank, die global immer auf dem gleichen Stand ist. Das heißt, alle Teilnehmer an dieser Datenbank, alle Klienten, sind auf dem gleichen Datenstand. Das ist insofern spannend, dass dieses technologisch global erst möglich geworden ist mit einem gewissen Level von Kryptographie, weil du auch Krypto, gerade also bei Krypto geht es eigentlich um Kryptographie, aber auch einer globalen Vernetztheit. Diese dezentral synchronisierten Datenbanken gibt es aber auch schon in der Vergangenheit, in der Historie der Menschheit kann man die auch schon finden. Ein gutes Beispiel ist, wir gehen einfach mal 500 Jahre zurück und gucken uns eine kleine Dorfgemeinschaft an und in dieser Dorfgemeinschaft vielleicht mit 100 Bewohnern, da war dann der Bäcker und der Bäcker wollte dem Müller, dem wollte er dann ein bisschen Land verkaufen. Und wie wurde das damals gemacht? Man ist auf den Marktplatz gegangen und der Bäcker hat gesagt, hier, ich übertrage dem Müller ein Stück Land. Und die ganze Dorfgemeinschaft von 100 Personen, die hat diesen Übertrag dieses Landrechtes hat ihn mitbekommen und war quasi dann dafür notariell auch verantwortlich und konnte das dann auch über die nächsten Generationen weitertragen. Wenn dann mal einer oder zwei Dorfbewohner gestorben sind, hat es nichts ausgemacht, weil die Datenbank halt auf 100 Schultern getragen wurde. Und als die Dörfer dann gewachsen wurden und Städte entstanden sind, war das nicht mehr möglich. Und man brauchte halt Notare und man brauchte halt zentrale Instanzen, um diese Datensätze zu validieren. Und die Blockchain ermöglicht es jetzt halt auch in einer größeren Skala, halt diese Daten dezentral zu skalieren, ohne zentrale Netzwerke, ohne Notare zum Beispiel in der Mitte. Und man kann dadurch halt digital Werte übertragen. Wie zum Beispiel NFTs, habe ich gehört. Genau, wie zum Beispiel jetzt im Trend Kunst oder auch Zertifikate, aber auch einfach Titel für Land oder halt auch einfach monetäre Werte, wenn wir jetzt über Bitcoin zum Beispiel auch sprechen. Das macht es doch schon ein bisschen anschaulicher. Mich würde noch interessieren, was hat dich denn eigentlich zu dem Thema überhaupt gebracht, zu Blockchain, zu Krypto? Was fasziniert dich daran? Wenn ich mich recht entsinne, dann hast du ja eigentlich einen ganz anderen Background, oder? Ja und jein. Ich habe nach der Schule habe ich angefangen, Informatik zu studieren und parallel dann auch schon sehr schnell bin ich ins Unternehmertum abgedriftet, habe ein Musiklabel hier in Hamburg gegründet, ein Hip-Hop-Label, auch hier in der Schanze. Und habe dann das ein paar Jahre betrieben, habe eine Social-Media-Marketing-Agentur gegründet, eine Marketing-Agentur. Und dann habe ich 2012 das erste Mal von Bitcoin gehört. Das war so die erste Blockchain-Anwendung eigentlich, die dann bekannt wurde, die global Anwendung fand. Und wegen meinem Grundverständnis für Informatik und auch mein Interesse an einem gesellschaftlichen Wandel und an Technologie, die Impact hat, positiven Impact, war ich total fasziniert, aber dachte 2012 auch sofort, das ist so revolutionär, diese Technologie, einfach ein neuer Ground Layer für das monetäre System zu schaffen, was Bitcoin ja an sich sein kann. Dachte ich, das wird bestimmt 2013 verboten. Aber ich war so, in dem Moment war ich schon fasziniert für diese Technologie. Das hat mich dann aber noch nicht 2018 bin ich dann tatsächlich in den Space erst eingestiegen. Ich habe dann noch viele andere Businesses gemacht vorher. Du hast auch, habe ich gelesen, den ersten Weihnachtsmarktstand 2013 etabliert, der Bitcoins akzeptiert hat. Ist das richtig? Ja, genau. Da habe ich mich gerade in meine Frau verliebt gehabt im Sommer und meine jetzige Frau. Und sie hat viel auf dem Markt gearbeitet und ich habe da geholfen. Und dann wollten wir unbedingt irgendwie weiter Märkte machen. Dann haben wir gesagt, machen wir nochmal einen Weihnachtsmarkt und haben dann in der Schanze einen Stand bekommen und haben gesagt, wir probieren einfach mal auch die Bitcoin-Technologie aus. Und dann haben wir den ersten veganen Weihnachtsmarktstand gemacht dort, der
also weltweit habe ich immer gesagt, ich kann das schwer validieren, aber könnte stimmen, der Bitcoins akzeptiert. Und das war super schön. Also da kamen dann die ganzen Bitcoin-Stammtische, gab es dann schon in jeder kleinen Stadt hier in der Gegend, da kamen sie aus Lübeck und aus Hannover und natürlich auch der Hamburger Bitcoin-Stammtisch, kamen dann immer zu uns zum Stand. Und die gestandenen Männer haben sich wie kleine Jungs gefreut, dass sie endlich mal ihre Bitcoins ausgeben können und dafür einen Burger sich kaufen können oder einen Holunderpunsch. Und die Frauen standen immer nur so daneben und haben in den Kopf geschüttelt, was machen die da? Das war echt, oh Mann. Und das war so ein super schönes Erlebnis für mich, aber daraus ist dann kein Krypto, kein Bitcoin-Business entstanden, daraus ist dann ein veganes Gourmet-Catering-Unternehmen und ein Restaurant entstanden, Aloha Cherie, in der Schanze auch. Ja. Wir bleiben jetzt aber erstmal noch ein bisschen bei der Blockchain-Technologie, ja, auch wenn das andere sehr spannend ist. Ja. Du hast eben schon den gesellschaftlichen Wandel angesprochen. Und deswegen würde mich interessieren, wo siehst du denn so die spannendsten Anwendungsfelder und vielleicht auch die Chancen von Blockchain-Technologien? Ja, wir sind jetzt dann im fünften Jahr mit der Blockchains 2023. Wir ziehen ins CCH um, waren vorher in der Handelskammer. Es erwartet uns ein 3-Tage-Programm. Wir haben 4 Bühnen, 2 große Bühnen, eine Workshop-Bühne und eine NFT-Art-Bühne, die in unser Expo-Hall ist. Wir haben 200 Speaker geladen, beziehungsweise wir werden 200 Speaker laden. Wir haben ja noch 11 Monate ungefähr, bis die Konferenz stattfinden wird. Kannst du schon welche verraten? Ich kann schon welche verraten. Also Justin Sun von Tron, der CEO, wird auf jeden Fall dabei sein. Michael Saylor wird wieder dabei sein. Hoffentlich auch Joseph Lubin. Manche von den Tier-1-Speakern, die können auch noch nicht so schnell agreeen. Aber wir haben ein sehr starkes Netzwerk auf der ganzen Welt. Und es werden Top-Speaker aus dem Crypto-Space nach Hamburg kommen. Und ich als eine Person, die sich noch nicht tiefergehend mit Blockchain befasst hat, könnte ich auch auf die Konferenz gehen? Oder ist das nur für Expertinnen und Experten? Unbedingt. Wir wollen jeden mitnehmen. Wir haben Workshops, wir haben auch Anfänger-Workshops. Wir haben auch wieder bestimmt den Blockchain-Kindergarten, den wir jedes Jahr bis jetzt hatten, wo tatsächlich Kinder den Erwachsenen anhand eines Theaterstückes auch die Grundzüge der Blockchain-Technologie erklären. Auf der Messe kann man in viele Gespräche gehen, da gibt es viele Experten, wir sind alle gewissermaßen in diesem Space noch Anfänger. Der Blockchain-Space ist ganz am Anfang, das ist eine Technologie, die erfindet sich auch jedes Jahr neu und es gibt immer neue Aspekte. Insofern ist es jetzt ein sehr guter Zeitpunkt noch, um da einzusteigen und mal sich umzuschauen im Space. Und was erhoffst du dir persönlich von dieser Konferenz und von dem Austausch, der hoffentlich entsteht? Also so unsere Mission oder Vision ist, dass wir den sozialen und wirtschaftlichen Impact dieser Technologie aufzeigen und gucken, was für eine positive Zukunft wir uns schon heute erdenken können und dann halt auch die guten Kräfte quasi im Markt und in der Gesellschaft zusammenführen, um das voranzutreiben, um die großen Herausforderungen der heutigen Zeit, die wir ja alle kennen und auch nicht immer wieder benennen möchten, um die auch zu überwinden. Und da sehe ich sehr viel Potenzial in der Blockchain-Technologie. Und darum machen wir diese Konferenz, um quasi so eine, ja, mein Team sagt immer Hub, ich mag das Wort nicht so, ich sage eine Plattform, aber wir sind wahrscheinlich dann doch ein Hub. Ne? Manchmal muss man auch sein Team hören. Du hast eben Potenzial angesprochen und das bringt mich nochmal zur Stadt Hamburg, weil Hamburg, hast du eben schon gesagt, ist der Standort der Messe, der Konferenz im CCH. Und wieso hast du ausgerechnet Hamburg als Standort gewählt? Du bist Hamburger, aber das ist ja vielleicht noch nicht die Erklärung. Was macht Hamburg vielleicht auch als Standort so attraktiv für diese Technologie? Hamburg ist ein fantastischer Messestandort, weil Hamburg einfach überschaubar ist, aber trotzdem groß. Aber die Wege sind kurz, wenn man jetzt an Side-Events denkt und so weiter. Man verliert sich nicht, ne, wenn wir jetzt zum Beispiel mit Berlin vergleichen, wenn du das Side-Events hast, manchmal fährst du dann eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde mit einem Taxi, das hast du in Hamburg einfach nicht. Hamburg ist wunderschön und Hamburg ist, ja, in Hamburg kann man auch gut Business machen. Ne? Also hier, das ist ja schon seit der Zeit der Hanse, ist Hamburg einfach eine Wirtschaftsmetropole mit dem internationalen Austausch steht, auch gewissermaßen ein Hub mit dem Hafen. Deswegen macht das schon Spaß hier jetzt und durch die Renovierung des Kongresszentrums Hamburg ist es natürlich jetzt auch, haben wir jetzt auch eine Location, die einfach Weltklasse ist. Ich weiß nicht, ob du dich schon angeguckt hast. Letzten Freitag war ja die Eröffnung und wir waren natürlich im Vorwege auch schon oft da. Und das ist einfach, ich kenne noch das alte CCH, ich habe da früher meinen Abtanzball gehabt und große Schachturniere und sowas. Ja. Du auch, genau, wie fast jeder Hamburger. Und das
ist ganz anders, das ist super modern, das hat beste Audio, Lichttechnik, also wir haben da ein ganz tolles Kongress- und Messezentrum in Hamburg, ja. Ja, ich bin sehr gespannt, wie das weitergehen wird mit der Entwicklung von Blockchain und Krypto. Hamburg vielleicht als zukünftiger Standort, um sich darüber auszutauschen. Und ich danke dir ganz herzlich, Fabian, für das Gespräch und euch vielen Dank fürs Zuschauen bei den Future Hamburg Talks.